Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Heute gibt es wieder einen Cold Case und zwar aus dem Jahr 2012. Es geht um den vermissten Fall von Sandra Doland aus der Sendung vom 27. März 2013. Wenn ihr im Internet nach diesem Fall schaut, werdet ihr oft auf die Informationen stoßen, dass der Fall gelöst und der Täter verurteilt ist. Dem ist aber nicht so. Und ich werde euch jetzt einmal die ganze Geschichte erzählen. Wir fangen an mit der Darstellung aus der Sendung Aktenzeichen XY. Es geht wieder mal um eine verheiratete Frau, die einen Neuanfang wagen möchte und aus ihrer Beziehung ausbricht. Sandra lebte vor der Wende in Rostock und war Chemielaborantin. Sie war eine der ersten Personen, die damals über Ungarn in den Westen flohen. Über einige Umwege landete sie dann in Nordrhein-Westfalen. Sie heiratete dort und gründete eine Familie. Zur Familie gehörte dann auch ihre 6-jährige Tochter. In Aktenzeichen XY und in den meisten Artikeln war jetzt nichts Eindeutiges zu der Tochter zu finden. Ich bin eigentlich von Anfang an davon ausgegangen, dass sie die Tochter zusammen mit ihrem zweiten Ehemann hat. Dem scheint aber nicht so zu sein, denn in einem weiteren Artikel konnte ich dann lesen, dass es wohl seine Stieftochter war, die er aber nach seinen Aussagen wie seine eigene Tochter liebt. Die kleine Familie lebte dann in Altorf. Dies ist eine kleine Gemeinde mit ca. 20.000 Einwohnern nach dem Stand von 2010 in der Nähe von Hennef bzw. Bonn. Sandra war zum Zeitpunkt des Verschwindens am 9. September 2012 42 Jahre alt. Das Ganze hört sich jetzt erst einmal ganz positiv an. Aus der DDR geflüchtet und eine Familie in der DDR praktisch gegründet, also praktisch zu ihrer Tochter, die sie ja bereits hatte, noch den passenden Ehemann gefunden. Aber irgendwie war Sandra überhaupt nicht glücklich. Die Darstellung der Geschichte oder des Ablaufs, auf die ich mich beziehe, habe ich aus Aktenzeichen des Y aus der Sendung und diese beginnt dann 2012. Zu diesem Zeitpunkt wohnte die Familie in einem Haus in Altorf, welches sie sich gekauft hat bzw. finanziert hat. Um die Raten für das Haus zahlen zu können, haben Sandra und ihr Mann mehrere Jobs. Unter anderem züchtet Sandra Hunde und verkauft diese über das Internet. Ihr Mann arbeitet als Krankenhauskoch und trägt am frühen Morgen zusätzlich noch Zeitungen aus. Mit den Jobs und dem daraus resultierenden Einkommen kommt die Familie ganz gut klar. Aber trotzdem ist Sandra mit ihrer Situation nicht glücklich. Sie sagt in der Sendung Aktenzeichen XY dann einer Freundin, dass sie und ihr Mann sich nur noch streiten, wenn die Tochter nicht dabei ist und sie mittlerweile alles ankotzt. Sie war bereits bei einer Psychologin und diese hatte ihr zu einer Auszeit geraten. Deswegen hatte sich Sandra auch bereits auf die Suche nach einer Wohnung gemacht und hat auch recht schnell eine gefunden. Mit dem Vermieter einigt sie sich dann darauf, dass sie in die Wohnung Mitte September 2012 einziehen kann. Also genau gesagt am 15. September 2012. Ihre Mann setzt sie darüber erst in Kenntnis, nachdem sie den Mietvertrag unterschrieben hat. Er wusste zwar, dass sie mit dem Gedanken spielt, eine Wohnung zu suchen, aber der lauter Darstellung war er dann doch überrascht, dass sie bereits einen Mietvertrag unterschrieben hat. Er machte sich dann Gedanken, wie Sandra das denn bitte alles bezahlen möchte und war auch nicht damit einverstanden, dass sie die Tochter mitnehmen möchte. Sandra bestand aber darauf, dass sie definitiv eine Auszeit von ihrem jetzigen Leben benötigt. Und lauter Darstellung interessiert es sie auch nicht,
als ihr Mann einwirft, wie es denn jetzt mit dem Haus weitergehen soll, wenn ihr Gehalt für ihre Miete draufgeht. Denn bisher hatte man alle Kosten zusammen erwirtschaftet. Sandra hatte unter anderem einen Teilzeitjob in einem Supermarkt als Kassiererin. Die Arbeitskollegen und Kolleginnen bekamen von ihren privaten Problemen nichts mit. Aber ihnen fiel auf, dass sie in der letzten Zeit sehr viele SMS-Nachrichten bekam. Diese stammten von einem ehemaligen Bekannten, zu dem sie wieder Kontakt aufgenommen hatte. Die Polizei konnte dann später feststellen, dass es sich um einen unverfänglichen Flirt gehandelt hat. Aber eventuell hat sich Sandra davon mehr versprochen. Bei den Umzugsvorbereitungen in die neue Wohnung wird Sandra von ihrem Mann unterstützt. Er hofft aber insgeheim, dass sie nach der Auszeit wieder zu ihm zurückkommt. Am Samstag, dem 8. September, also einen Tag vor ihrem Verschwinden, ist Sandra im Stress. Zuerst will sie ihre Wohnung herrichten und dann hat sie noch Spätdienst im Supermarkt. Die Tochter befindet sich an diesem Tag bei ihren Großeltern. Sandras Dienst in dem Supermarkt endet an diesem Samstag um 22 Uhr. Eine Woche später, also am 15.09., will sie in ihre neue Wohnung einziehen. Laut der Darstellung bei Aktenzeichen fragt sie an diesem Abend ihren Mann nach 600 Euro für die Kaution, die sie noch zu zahlen hat. Aber ihr Mann hat dieses Geld nicht. Sie teilt ihrem Mann vor dem Schlafengehen dann noch mit, dass sie am nächsten Tag nicht da ist. Auf die Frage ihres Mannes, mit wem sie sich denn trifft oder wo sie hingeht, antwortet sie mit den Worten, dass ihn dies nichts angeht. Am nächsten Morgen wacht ihr Mann um 9 Uhr auf und stellt fest, dass seine Frau Sandra nicht mehr da ist. Am Abend des Sonntags ist Sandra immer noch nicht wieder da und ist bis heute nicht wieder aufgetaucht. Die Polizei geht laut der Darstellung von einem Verbrechen aus. Denn Sandra hat keine persönlichen Gegenstände mitgenommen, auch nicht ihre wichtigen Medikamente. Ebenso gab es keine Kontobewegungen mehr. So, das war jetzt die relativ kurze und auch wirklich knappe Schilderung des Hergangs, was vor dem Verschwinden von Sandra passiert ist. Also mehr war jetzt in den Medien auch nicht zu finden, beziehungsweise mehr gab die Geschichte bei Aktenzeichen des Y auch nicht her. Also im Prinzip haben wir wieder einmal die übliche Geschichte. Die Frau ist unglücklich im Leben mit der Beziehung und möchte ihr eigenes Leben starten. Die Planungen stehen, es ist alles vorbereitet und die Frau verschwindet. Der letzte Mensch, der sie gesehen hat, ist der Ehemann. Jetzt kommen wir zum eigentlich spannenden Teil. Was ist danach passiert? Was haben die Ermittlungen ergeben? Wurde der Fall gelöst? Ja oder nein? Der Ehemann von Sandra wurde im September 2013 festgenommen und musste sich dann bald vor dem Bonner Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft stützte sich bei der Anklage offenbar auf die Aussagen der neuen Freundin des 41-Jährigen. Die 40-jährige Frau hatte sich im August 2013 an die Polizei gewandt und berichtet, dass der Mann ihr gegenüber die Tötung von Sandra gestanden hat. Es folgten weitere Ermittlungen, bei denen offenbar belastende Gespräche zwischen dem 41-Jährigen und seiner neuen Freundin aufgenommen wurden. In einem weiteren Artikel steht dann, dass er am 31. August 2013 festgenommen wurde. Das ist aber auch nicht ganz so relevant, ob es jetzt Anfang Dezember war oder am 31. August. Die Anklage hat dann die letzten Stunden von Sandra so rekonstruiert. Sandra nahm ein Beruhigungsmittel, als sie nach der Arbeit nach Hause kam. Während des Schlafs soll ihr Ehemann
dann eine weitere in Wasser aufgelöste Dosis des Medikaments verabreicht haben. Wie er ihr die genau verabreicht haben soll, das ist nicht näher beschrieben. Am folgenden Vormittag, also an dem Sonntag, kam es dann lauter Staatsanwaltschaft möglicherweise zu einem Streitgespräch. Die Situation soll sich dann jedoch wieder beruhigt haben. Aber plötzlich soll ihr Ehemann sie laut Anklage arglos von hinten die Treppe ins Erdgeschoss des Hauses hinuntergestoßen haben. Anschließend soll er Sandra gepackt und auf dem Ehebett gewürgt haben. Das schien der Koch seiner neuen Freundin im Jahr davor, also 2012, geschildert zu haben. Er habe ihr gesagt, er habe sie zuletzt gehasst. Auch soll er behauptet haben, die sterblichen Überreste seiner Frau zerteilt zu haben und diese ließ er dann laut der Freundin auf seiner Arbeitsstelle in der Krankenhausküche im Abfall verschwinden. Angst davor, dass die neue Freundin zur Polizei gehen würde, hatte er anscheinend nicht. Der Zeugin, also seiner neuen Freundin, gegenüber soll er deutlich gemacht haben, dass er sie in diesem Fall unglaubwürdig machen würde. Außerdem würde sowieso niemand diese Story abnehmen. Der 41-jährige Ex-Ehemann selbst hat sich laut der Staatsanwaltschaft seit seiner Festnahme nicht mehr zu dem Verschwinden seiner Ehefrau geäußert. Ein Anwalt hatte allerdings verlauten lassen, dass sich der Koch die Geschichte ausgedacht und ausgeschmückt habe, um seine neue Freundin nicht zu verlieren. Denn seine neue Freundin sei regelrecht süchtig nach derartigen Geschichten gewesen und habe von seiner Unschuld nichts hören wollen. Es soll in einer intimen Stunde passiert sein, dass der Ex-Ehemann seiner neuen Freundin andeutete, was er mit seiner ehemaligen Frau Sandra gemacht habe. Er habe ihr ins Ohr geflüstert, also seiner neuen Freundin, dass ihre letzten Worte waren: "Ich hab dir doch nichts getan." Dies hat die neue Freundin als Zeugin am zweiten Prozesstag dann vor den Richtern der Bonner Schwurgerichtskammer gesagt. Die Verteidigung vermutete dann, dass die neue Freundin von der Polizei auf den Angeklagten angesetzt worden sein könnte. Die neue Freundin war übrigens eine ehemalige Freundin von Sandra. Dann gab es in diesem Fall in der Gerichtsverhandlung noch einen weiteren interessanten Aspekt. Denn in dem Prozess vor dem Bonner Landgericht spielte auch ein heimlicher Verehrer eine wesentliche Rolle. Als Zeuge wurde unter anderem ein 50 Jahre alter Mann vernommen, der anscheinend ein Auge auf Sandra geworfen hatte. Wie mehrere Arbeitskolleginnen von Sandra berichteten, war dieser Verehrer Stammkunde in dem Eitorfer Supermarkt, in dem Sandra hauptsächlich als Kassiererin gearbeitet hat. Eine Kollegin behauptete, der 50-Jährige sei ständig da gewesen. Er habe nicht nur im Supermarkt, sondern auch auf dem Parkplatz auf Sandra gewartet, um mit ihr sprechen zu können. Der Zeuge bestätigte auch in der Vernehmung, dass er Sandra gerne näher kennengelernt hätte. In seinen Augen ging das Interesse sogar von der 42-Jährigen aus. Allerdings musste er auf Nachfrage einräumen, dass Sandra es mehrfach abgelehnt hatte, sich mit ihm zum Kaffeetrinken zu verabreden. Offenbar war der 50-Jährige auch einer der letzten Personen, die Sandra lebend gesehen haben. Am Tag vor ihrem Verschwinden wartete er nach eigenen Angaben in seinem Auto darauf, dass Sandra nach der Spätschicht aus dem Supermarkt kommt. Doch zu einem Gespräch zwischen den beiden sei es nicht mehr gekommen. Da Sandra sich mit ihren Arbeitskollegen unterhalten habe
und sich dann in ihr Auto gesetzt habe und losgefahren sei. Die Frage des Kammervorsitzenden, ob er Sandra an jenem Abend eventuell gefolgt sei, verneinte er. Er stritt zudem ab, etwas davon gewusst zu haben, dass Sandra ohne ihren Ehemann in eine eigene Wohnung ziehen wollte. Dass er angeblich vor dieser neuen Wohnung gesehen wurde, könnte nicht sein, sagte der 50-Jährige. Bis heute wisse er nicht einmal, wo diese Wohnung denn überhaupt sei. Der Ehemann wird dann am Ende der Verhandlung im Juli 2014 zu 11 Jahren Haft wegen Totschlags verurteilt. Das ist jetzt aber noch nicht das Ende des Falls. Am 21.12.2016 berichtet die Welt mit folgender Überschrift: Freispruch statt 11-jähriger Freiheitsstrafe. Der heute 43-jährige Mann von Sandra ging in Revision und der Bundesgerichtshof hat das Urteil kassiert. Unschöne Details sind in dem Verfahren über den Mann bekannt geworden, der bis Frühjahr 2016 gut 2,5 Jahre in U-Haft saß. Anspruch auf eine Entschädigung habe er aber nicht, erläuterte der Vorsitzende Richter. Denn mit einem Geständnis gegenüber seiner früheren Geliebten habe er die Grundlage für die U-Haft selbst gelegt. Diese Geliebte spielte ja eine zentrale Rolle. Im ersten Prozess war sie die Hauptbelastungszeugin. Der Ehemann, ich nenne ihn jetzt mal mit Vornamen Dirk, hatte der Frau ja gebeichtet, die Tat begangen zu haben. Ein Richterspruch, den es so hätte nicht geben dürfen. Vom BGH kam 2015 deutliche Schelte. Die Zeugin sei problematisch und von Jagdeifer getrieben. Ihre Angaben habe man nicht der gebotenen, umfassenden und kritischen Würdigung unterzogen. Der Fall wurde dann im August 2016 neu aufgerollt. Der Angeklagte, also der Ehemann von Sandra, beteuerte immer wieder, er habe diese Beichte frei erfunden, weil seine Geliebte ihre Zuneigung davon abhängig gemacht habe. Der Richter hatte die umstrittene Zeugin in dem neuen Strafverfahren dann regelrecht auseinandergenommen. Dirk Doland sei von ihr emotional abhängig gewesen, zudem intellektuell unterlegen, betonte der Richter dies in seinem Urteil. Das Geständnis sei nicht verwertbar. Es liege nahe, dass die Diplomatentochter gezielt Kontakt zu dem damals Verdächtigen aufgenommen habe. Und zwar mit dem Hintergrund, um ihn zu überführen. Der Richter machte dann keinen Hehl daraus, dass die Beweislage ziemlich mau sei. Man habe damals Spürhunde im Haus und Garten eingesetzt, Polizeihundertschaften. Er sei kriminaltechnisch aufwendig untersucht worden. Trotzdem nichts, keine Spuren. Auch eine erneute Suche nach Indizien habe nichts Substanzielles mehr erbracht. Das Gericht hatte dann damals die Umgebung des Wohnortes in Altdorf noch einmal nach Sandra durchkämmen lassen. Selbst Taucher wurden in einem Fischteich nicht fündig. Der Richter sagte, wir gehen davon aus, dass sie tot ist. Fakt sei, die Verkäuferin wollte sich von ihrem Mann trennen. Und Dirk, ihr damaliger Mann, rede voller Hass von ihr und weinte ihr keine Tränen nach. Ebenso merkte der Richter an, 4 Jahre nach dem Verschwinden sei vieles nicht mehr aufzuklären. Man habe damals womöglich den Blick zu sehr auf den Ehemann gelegt. Ah ja, in dem Artikel übrigens wird dann davon gesprochen, dass Sandra 2 Kinder gehabt haben soll, aber in allen anderen Medien wird immer nur von einem Kind gesprochen. So, das war der Fall. Und dementsprechend eben, was bis heute passiert ist.
Also wie schon gesagt, in vielen Artikeln oder in Foren wird immer davon gesprochen, dass dieser Fall geklärt ist. Ist er aber definitiv nicht. Was haltet ihr insgesamt von dem Fall? Also am Anfang sah es mal wieder nach dieser typischen Story aus, wie ich schon sagte. Frau unglücklich, Frau will sich trennen, Frau sucht sich neue Wohnung. Kurz vorher, alles klar soweit. Kurz vor Umzug, Frau verschwindet. Hört sich zwar jetzt ein bisschen salopp an, wenn ich das so sage, aber wir haben ja schon mehrere von diesen Fällen gehabt. Und oftmals war der Mann denn dann auch derjenige, der damit zu tun hatte. Von daher ist es nicht verwunderlich, dass man sich zuerst auf den Ehemann als Verdächtigen stürzt. Aber wenn man sich das Ganze jetzt im Nachhinein noch einmal anschaut, Sandra hatte plötzlich SMS-Kontakt mit jemandem. Es wird dann gesagt, das war nur ein ehemaliger Bekannter und das Ganze war nur ein flüchtiger Flirt. Und man vermutet, dass Sandra eventuell etwas zu viel in diesen Flirt hinein interpretiert haben könnte. Dann gibt es urplötzlich diesen Verehrer, der permanent in dem Supermarkt ist, um in der Nähe von Sandra zu sein, der auf dem Parkplatz wartet, um mit ihr sprechen zu können. Das hört sich schon verdammt nach einem Stalker. Dann ist dieser Mann vor dem Haus mit der neuen Wohnung von Sandra gesehen worden. Er streitet es ab. Dann hat der Ehemann eine neue Freundin. Diese Freundin ist durch Zufall die Freundin von Sandra. Und diese Frau hat absonderliche Wünsche, was er ihr erzählen soll. Das Ganze ist schon sehr skurril. Also ganz ehrlich gesagt, ich glaube dieser Zeugin auch nicht. Ich meine, wir haben ja schon viel erlebt, aber das ist mir dann doch etwas zu skurril, muss ich ganz ehrlich sagen. Anscheinend hat Sandra ja irgendwie Kontakt zu anderen Männern gehabt. Einmal mit dieser SMS-Geschichte und auch einmal diesem Verehrer, dem sie wohl auch nicht eindeutig eine Absage erteilt hat. Also hätte man parallel zu der Überprüfung des Mannes auch dieses weitere Umfeld untersuchen sollen. Aber das hat man wohl anscheinend nicht für wichtig erachtet, weil man gesagt hat, Standard Story ist der Ehemann gewesen, wir konzentrieren uns auf den Ehemann. So, das sind jetzt erst nochmal abschließend meine Gedanken zu dem Fall gewesen. Ich bin mal gespannt, was ihr davon haltet, was ihr denkt. Könnte es der Ehemann doch gewesen sein? War es ein Unbekannter? Oder ist Sandra tatsächlich irgendwie verschwunden? Was ich ganz ehrlich gesagt für absolut unwahrscheinlich halte. Dann erstmal danke fürs Zuschauen oder fürs Zuhören, je nachdem, wie ihr meine Videos konsumiert. Ich freue mich schon auf eure Kommentare, auch wenn ich nicht immer alle like oder beantworte, lesen tue ich sie alle. Also, passt gut auf euch auf, bleibt gesund und dann bis zum nächsten Video. Tschüss!